Wir haben die Ausstellung über Fassbinder, wir haben das Theatertreffen mit dem Schwerpunkt Fassbinder, wir haben den Film jetzt, also so viel Fassbinder war schon lange nicht mehr, das wurde höchste Zeit. Wir freuen uns sehr, dass angereiste Leute, die in diesem Film Rede und Antwort stehen, wie der Schulfreund Hubert Gilly aus der Stadt der Deutschen Meisterschaft München. Wird sich jetzt zu uns vorarbeiten. Und ebenso herzlich willkommen der Mann, den Sie viel mehr kennengelernt haben als Produzenten, übrigens auch wirklich von sehr wichtigen Filmen von Fassbinder, Thomas Schüli. Harry Mehr. Sie kennt diese Bühne sehr viel besser als wir, denn sie spielt hier auch immer wieder und ist heute ganz wunderbar im Geschäft in Hanau. Aber trotzdem tut es weh. Kann es nicht anders sagen.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wahrscheinlich denkt man schon so einen Tag, und mal, wie er mit 70 gewesen wäre? Das ist eine ziemlich dämliche Frage. Ja, könnt ihr auch so gut laufen wie ich? Das wäre schon viel wert, aber vorstellen kann ich beim besten Willen. Aber schön, dass du noch so schnell Antwort gefunden hast. Harry, kurz noch ein Wort dazu, wenn du den Film siehst, was geht dir durch den Kopf? Die faszinieren vor allen Dingen die Aufnahmen, die ich noch nicht kannte. Zum Beispiel als einen amerikanischen Soldaten mit einem Günter Kaufmann in der Besetzung, der dann durch ein paar Scheiter ersetzt wurde. Und sind so ein paar Leckereien drin, da wo man wirklich staunt. Ich weiß ja, wo sie her sind, aber naja, es hat mir Spaß gemacht, das zu sehen. Danke, Harald. Und dann, im Film sehen wir ja eigentlich sozusagen eine Einführung in die Kunst des Regieführens. Aber eigentlich sind Sie ja dann auch Produzent geworden. Haben die Veronika Voss, Cezar Schirona, nicht auch danach andere große Filme? Also, warum ging es dann so in die Richtung des Produzierens? Konnte man da von ihm auch was lernen? Ich bin letztlich in die Produktion gegangen, weil er irgendwo ein Vorbild war. Und da war der Abstand zu groß. Aber noch ist ja nicht alle Tage Abend. Immer noch weitergehen, genau. Das ist ja große Pläne. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf. Dankeschön. Jetzt haben wir ja den Jugendfreund da. 16 war die, glaube ich, sogar. 16, 17. 17. Vielleicht auch eine blöde Frage, Harry, weil ich muss es einfach fragen. Ich will es auch wissen. Spürt man in so einem Augenblick, Sie haben es ja gesagt, Hermann Evangelie, ich denke, dass Sie recht haben, spürt man das in so einem Augenblick auch schon mal so ein junger Mann? Blüht da irgendwie was Genialisches? Soweit man das also mit 16 und 17 beurteilen kann, glaube ich nicht ganz, aber mich hat eines fasziniert an ihm, also mich verbindet es mit der Musik und in Verbindung mit dem Film, den ich heute hier sehen durfte, so, fällt mir einfach nur der Bolero von Ravel ein. Er spielt so ein bisschen sein ganzes Leben ab. Und er war damals, also ich kann mich noch gut erinnern, wie wir zusammen diesen Bolero manchmal bis zum Exzess angehört haben. Und es spiegelt eigentlich sein Leben, so wie es hier dargestellt worden ist, wieder. Vielleicht hat er das damals schon irgendwo geahnt, dass es so ist. Vielen Dank, danke schön. Ja, ich stelle das vor, dass man auch auf so eine Lebensrundung dann schaut. Ich meine, die stehen sich so an auf der sicheren Seite der Filmgeschichte. Weil sie 100 Jahre in der Retro sein wird, wichtige deutsche Filme laufen mindestens 5, wo sie alle mitspielen, aber gut. Auf der anderen Seite aber angefangen als Autodidaktin, haben wir ja gesehen, Schauspieler, inzwischen die wirklich eine vielbeschäftigte Schauspielerin, doch hier in der Volksbühne gefeiert wird. Also, wenn man sich so einen Weg dann anschaut, angeschoben hat, dann letztlich doch Fassbinder. Ja, von ihm habe ich eigentlich alles gelernt. Und das dann nur im Laufe meines Lebens vervollkommnet, mit mehr Selbstbewusstsein gefüllt und mit mehr Wissen und einfach das Leben mit eingebracht, mein Leben mit eingebracht. Also ich damals war ich mir eine Marionette von ihm und später konnte ich mich dann konnte ich mein eigenes selbst mit einbringen, mehr und mehr, je älter ich wurde. Aber den Grund habe ich von ihm gelernt. Und da hat sich ja im Grunde genommen nicht viel geändert. Ja. Hier wurde kein Tier gequält oder so, weil das würde man ja dann auch nicht glauben. Wir haben es ja anders gesehen. Aber Marc Franzen, es ist wirklich interessant in dem Film, dass Sie hier einen literarischen Text lesen von Fassbinder. Ich wüsste gar von Ihnen, als Sie Theaterschauspielerin, ob die mit Text umgeht, dass Ihnen nämlich der Autor Fassbinder bedeutet. Für uns ist heute der Regisseur schon das wichtig, aber der Autor, der Schriftsteller. Ja.
für mich war auch erst Moment an, dass eigentlich explodierende Anreihung seine Sprache, seine poetische Kraft, etwas, das ich immer noch ganz einzigartig finde in Deutschland. Es gibt niemanden Vergleichbares, finde ich. Also er war für mich immer der große Dichter, der Poet. In allen Texten, die ich später dann von ihm gelesen habe, war das drin. Das finde ich immer noch wirklich genial. Also wirklich einzigartig und beschreiblich. Vielen Dank. Danke. Jetzt mal Rätsel lösen, Geheimnis lösen. Sie zeichnen da so schön, das ist collagenartig. Das machen Sie zum einen, weil es auch toll ist im Film, wenn man mit darüber beschäftigt ist, zum anderen aber auch, weil Sie das auch wirklich brauchen, diese Bilder. Wofür sind die? Ich habe schon vor ungefähr 6 Jahren davon geträumt, man könnte ihn bei der Jugend nahebringen. Weil das war ja immer seine Hauptsorge, war gar nicht so sehr überhaupt zu verschwinden, sondern dass das, was er gemacht hat, dann für die kommenden Generationen nichts mehr heißt. Und da hatte ich so eine Bühnenidee, vielleicht auch, weil es im Leben eben so wenig zu wirklichen Berührungen kam, durch gegenseitige Scheu, so seltsam das klingt, dachte ich so ein Foto von ihm und dann konnte ich so seine Konturen nachzeichnen und damit auch irgendwie nochmal berühren. Und dann hat auch eben Anne-Kathrin gesagt, mir wäre es sehr lieb, wenn du nicht einfach nur in die Kamera redest, sondern wenn du was dabei machen könntest. Und da habe ich gedacht, Übung macht den Meister. Werden Sie diese Fotos aus oder diese Arbeit auch verwenden für Ihr Programm, was Sie hier machen, über Fasten? Ja, also das ist das Foto, was ich hier verwenden werde. Das wird am 8. Mai in Berlin aufgeführt. Ich habe schon eine Karte, ich freue mich schon riesig drauf. Sogar zwei kann man mitkommen, weil es schon will. Jeweils wird es ein toller Abend, ich freue mich riesig darauf. Teil natürlich der großen Fasten-Ernährung jetzt dieses Riesenfestival, das wir mit Ihnen am Theater treffen, mit der Ausstellung und mit dem Film. Also Hanna Schikula, ich hätte mich einen Fassbildern hier auch noch nach einer Diskussion. Herzlichen Dank. Sind ja auch absolut verfügbar. Also das ist genau das Ziel des Films, aber eben auch dieses Programms. Der Film läuft ab Donnerstag an ganz regulär in den Kinos, sitzt nicht so ganz wie die Avengers, aber doch da und dort. Werden Sie den Film entdecken und sollten da Leute auch mitnehmen und sollten das mal einfach weiter sagen, dass es diesen Film gibt, damit er möglichst viele Zuschauer findet. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir stoßen draußen übrigens mal alle zusammen auf Fassbinder und auf den Film. Vielen Dank.